Da, eine Tür. Oh yeah, wir sind in der Goblin-Höhle von dem Rothammer-Stamm um Svadilfari. Hallo. Da ist schon mal einer. Aber der greift uns nicht an. Was ist das? Die Musik ist auf jeden Fall cool. Dieser Stamm ist Trommeln. Ein weiterer Gegenstand. Eine schwarze Fädung, aber ich glaube, bei diesem Goblin handelt es sich um einen ganz besonderen. Timpuk, ja, der hat nämlich einen Namen. Ja, geflügelter Feuerspucker, kann ich etwas für euch tun? Das ist ein Goblin hin, erzählt mir von eurem Clan. Wir sind der Rothammerstamm, ein stolzer Clan unter dem Totem von Svadilfari. Wir haben klein angefangen, aber am Ende werden wir über die Fjorde herrschen. Ich liebe diese Musik. Ja, auf jeden Fall. Ihr müsst ja auch gar nicht an mir, dem großartigen Drachenritter, vorbei oder so. Unser Anführer hat uns alles erklärt. Wenn Damian in Rivelon wieder das Sagen hat, wird Svadilfari zum Goblin-König gekrönt. Und wir werden über die Menschen herrschen, die aber sicher doch unterdrückt haben. Aber sicher doch. Zeig mir erstmal, was du so hast. An gutem Zeug. Das kann ich halt direkt tun. Du hast Tränke, die so viel kosten wie bei Sasan. Drachendorn, das brauchen wir für Dings. Für unseren Alchemisten. Hochlebe Svadilfari, nix da. Da gehe ich noch erstmal nicht hin. Die Höhle ist nicht sonderlich groß, wie ihr vielleicht seht. Aber für das, was sie da stehen, so reicht. Ein Mensch? Das ist ein glücklicher Tag für Groth, den Geschichtenerzähler. Hi. Glücklicher Tag, habe ich nicht dafür gesorgt, dass euer Dorf in Flammen aufgegangen ist? Das war unumgänglich. Svadilfari hat unseren Stamm auf den Kriegspfad gebracht. Er hat gespielt und verloren. Sehr philosophisch für einen Goblin. Aus diesem Grund ist meine Bitte an euch umso wichtiger. Habt ihr das gewusst? Goblins geben ihre Geschichten von Generation zu Generation mündlich weiter, schreiben sie aber nie auf. Ich will das ändern. Wir werden hier nicht viel länger leben können und ich möchte, dass unser Erbe und unsere Geschichte erhalten bleiben. Ich spreche zu euch in eurer Sprache, aber damit mein Traum erfüllt wird, benötige ich einen Menschen, der unsere Sprache lesen, schreiben und sprechen kann. Okay. Findet mir solch einen Menschen und ich werde euch ein uraltes Buch überreichen. Der Geschichtenerzähler, der vor mir war, hat es gefunden. Und ich werde die Tür öffnen. Eure Aufgabe im Clan ist es also, Geschichten zu erzählen. Ja. Ich erzähle unsere Geschichten, damit mein Clan aus seiner stolzen Vergangenheit lernt. Daraus besteht ihre gesamte Bildung. Aber mehr brauchen wir auch nicht. Wieso haben Goblins ein Alphabet, wenn sie mir etwas aufschreiben? Wir verfügen über eine wunderschöne und aufwendige Schriftsprache, mit der wir alles, was wir möchten, absolut detailgetreu schreiben können. Aber unsere Tradition besagt, dass nur die Innenwände von Gräbern mit Schriftzeichen verziert werden dürfen. Okay. Dort beschreiben wir das Leben der Verstorbenen, damit sie von den Göttern als würdig für einen Platz unter den großen Totems erachtet werden. Wow, das ist ganz schön tiefsinnig. Das macht unser Alphabet so heilig, wie unsere Schamanen es uns vorschreiben. Doch ich möchte, dass es nicht nur im Tode, sondern auch im Leben benutzt wird. Warum schreibt ihr eure Geschichten nicht selbst auf? Ich habe keine Arme, Mensch. Ja, macht hier Sinn. Zudem möchte ich, dass unsere Geschichten nicht nur in der Sprache der Goblins niedergeschrieben werden, sondern auch in gemeinem Rivelonisch. Ich gehe. Mögen die Tote. Habt ihr einen Menschen? Nein, bisher noch nicht. Was zur Hölle? Ist gerade irgendeine Filiere um Goblins. Goblin-Beobachter, Grott bittet mich darum, bla 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 bla. Ja, ja. Da kümmern wir uns später drüber. Erstmal Svadilfari, weil egal, was wir mit Svadilfari anstellen, Grott bleibt dort auf jeden Fall. So, und die Sache mit Svadilfari ist jetzt ein bisschen, ich speichere lieber nochmal, und zwar in einem absoluten Spielstand. Weil die Sache mit Svadilfari und Hauptmann Aurelius, das ist so eine Sache, Hallo. Da kommt der fliegende Teufel, der meinen Clan eingeäschert hat. Ich würde keine Zeit mit Reden verbringen, wenn ich nicht auf euch angewiesen wäre. Was könnte ein Goblin von einem Menschen wollen? Von einem Menschen?
nichts. Aber von einem Drachen, naja. Ihr wendet euch gegen mein Volk, als ob es ein Naturgesetz wäre, gegen uns zu kämpfen. Das mag stimmen oder nicht. Aber ich denke, das Gesetz des Geldes wird euch davon überzeugen, eurem Instinkt zu widerstehen. Das wird sich zeigen, was wollt ihr von mir? Und was noch wichtiger ist, was bietet ihr mir ein Ja, denn es gibt? Verschiedene Möglichkeiten jetzt. Hauptmann Aurelius will, dass wir Svadelfari töten. Svadelfari bietet uns hingegen an, dass wir Hauptmann Aurelius töten. Und er gibt uns dann Gold, wenn wir ihn dafür verschonen. So, das wird sich zeigen. Was wollt ihr von mir? Und was noch wichtig ist, was bietet ihr mir an? Ich biete euch Kriegsbeute an. Brustpanzer mit bezauberten Kristallen. Waffen, die gegen Dämonen aus der Hölle eingesetzt werden können. Okay. Und alles, was ich im Gegenzug verlange, ist der Kopf dieses nervigen Tölpels Aurelius. Des Hauptmanns der Champions, der seine Männer vom Hafen aus anführt. Wie lustig! Und er hat von mir euren Kopf gefordert. Ach, hat er das? Dann gebe ich euch nun die Chance, es euch zu überlegen. Aurelius bedeutet mir genauso wenig wie ihr, doch euer Angebot klingt verlockend. Ich werde ihn für euch töten. Es gibt jetzt nämlich eine coole Sache an der Sache, aber die erzähle ich euch später. Eine kluge Wahl. Ich wünsche mir seinen Tod schon sehr lange und habe das sorgfältig geplant. Ich habe nur einen Menschen gebraucht oder jemanden, der solch eine kümmerliche Gestalt annehmen kann, um Aurelius meinen Kopf zu bringen. Natürlich einen falschen Kopf. Und wenn er ihn schließlich berührt, wird eine Giftwolke freigesetzt. Coole Sache. Nehmt also das hier, Drache. Und bringt Aurelius die Trophäe, die er schon so lange ersehnt. Denn die Sache ist... macht ihn glücklich. Dann, wir kriegen von Aurelius die Belohnung, weil er denkt, wir haben Svadelfari getötet. Zumindest glaube ich das. Und wir kriegen von Svadelfari noch eine Belohnung. Und Gedanken lesen. Wenn es an der Zeit ist, werde ich diese Drachenrüstung umbauen lassen. Und jetzt wissen wir, dass Svadelfari auch noch eine Drachenrüstung hat. Und werden wir sie danach bekommen. Bestimmt. Obwohl, nee, glaube... Ach, egal. So, wir fliegen jetzt auf jeden Fall zurück zum Hafen. Und hier ist Flüsterholz. Dam, da, dam, dam. Und eine Erdwurzel. Hübsch. Und ich glaube, wenn wir Hauptmann Aurelius den Kopf bringen, gibt er uns zuerst die Belohnung. Und dann wird er sterben. Dann kriegen wir von Svadelfari noch eine Belohnung und Erfahrung und so weiter für die Quest. Und ich glaube, dann können wir uns immer noch gegen Svadelfari wenden und dann ihn töten und die Erfahrung für ihn noch kassieren. Also die reine Kampferfahrung. Bedeutet, wir können quasi die beiden Hauptmänner der rivalisierenden Parteien, der Menschen und der Goblins, in den Urobas-Fjorden ausschalten und somit eine vollkommen neue Partie eröffnen. Ohne, dass wir uns dabei für irgendeine Seite entscheiden. Dabei springt für uns maximaler Gewinn heraus. Ich glaube, dass ich das schon mal so gemacht habe, dass das möglich ist, dass wir Hauptmann Aurelius töten können, von ihm eher vorher die Belohnung bekommen und so weiter und so fort. Und dann halt nochmal das andere, wie ich gerade schon erklärt habe. Ich glaube es zumindest, dass ich das schon mal gemacht habe und dass das ging. Wenn nicht, dann... Ja, gut, dann haben wir uns jetzt halt für die Goblins entschieden. Wie wir jetzt dank Grott, dem Geschichtenerzähler, erfahren haben, sind sie ja doch ein recht gebildetes Völkchen. Und die Champions werden sich auch ohne Aurelius zu wehren wissen. Ihr fragt euch, warum ich nach Hohenzell gehe, und zwar einfach wegen diesem Typen hier. Hack jetzt nicht auf Gwyn herum, Mensch! Sprichst du die Goblinsprache? Kannst du in ihr schreiben? Natürlich kann Gwyn das! Er ist ein echter Goblin! Gwyn ist das! Warum will Mensch das wissen? Ich möchte, dass du in das Goblindorf gehst. Sie brauchen dich dort. Aber das ist gefährlich. Sie mögen Gwyn dort nicht, auch wenn Gwyn nicht weiß, warum. Es ist ja immerhin ein Goblin. Er ist ja immerhin ein Goblin. Groot, der Geschichtenerzähler, hat persönlich nach dir verlangt. Groot will Gwyn? Gesegnet seien die Totems! Sie haben meine Gebete erhört! Ich bin weg, ich bin weg! Ja, denn genau, Gwyn ist... Du läufst in die Falsche... Ah, nee, er läuft zu einem Teleporter. Können wir sehen, zu welchem
Teleporter, weil wenn er den nimmt, dann können wir ihn vielleicht auch nehmen und unsere Reise ein klein wenig verkürzen. Ja, er nimmt den da. Ja, Gwyn ist ein Mensch, der die Goblin-Sprache beherrscht und sich nebenbei noch selbst für einen Goblin hält. Und? Was zur Hölle? Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Egal. Ach, wir sind ja jetzt auch beim Hafen. Wunderbar. Dann können wir jetzt direkt... Ah, nee, da ist Hauptmann Aurelius. Dann können wir dann ja direkt ihm den falschen Kopf bringen. Und ich hoffe einfach mal, dass er dann uns vorher die Belohnung gibt, bevor er abkratzt. Weil dann kriegen wir nur von Svadilfari die Belohnung. Und wenn wir Svadilfari danach noch töten können, was ich definitiv weiß, dann kriegen wir von Svadilfari noch Erfahrung für den Kampf. Und was wolltest du nochmal, Brutus? Perfekt, ihr habt Söldnerblut in euch, ganz sicher. Ich habe da ein Problem mit ein paar Trollen und ich zahle gut. Lasst uns also ins Geschäft kommen. Ich helfe den Champions von Alorot gerne. Genau das wollte ich hören. Hört mir zu, gestern kam ein Mann aus Hohenzell angerannt und behauptete, dass die Siedlung von Trollen angegriffen würde. Ach, das habe ich doch schon gemacht. Ich habe einen meiner besten Soldaten, Quintus, hingeschickt, aber seitdem nichts mehr von ihm gehört. Geht nach Hohenzell und kümmert euch um die Sache. Ich fürchte, die Lage könnte ernst sein. Macht euch keine Sorgen, Leute, ich habe mich schon um die Sache gekümmert. Gut gemacht. Eine Sorge weniger, auch wenn es die kleinste Sorge in Alarot war. Wie geht es Quintus und seinen Männern? Gut geht es ihnen. Das freut mich zu hören. Hier nehmt diesen Beutel Gold. Ihr könnt es für Glücksspiel, Wein und wen auch immer ausgeben, wie es euch beliebt. Ein Glückspilz seid ihr. Oh yeah, erstmal natürlich Erfahrung. Oh, vielleicht auch das Zeug. Was hat zu diesem... Ne, ist das Ding gut, was ich jetzt hier bekommen habe? Ja. Ja. Es ist definitiv nicht schlecht, sagen wir es mal so. Ich glaube, ich leg sie an. Ansonsten haben wir nicht so wirklich Zeug, was cool wäre, oder? Nö. Unglück in der Stadt der Heiler geführt. Deodatus ist an allem schuld. Daran besteht kein Zweifel. Deodatus, ein Name, den wir später im Spiel noch einige Male öfter hören werden. Aber dazu später mehr. So, jetzt erstmal zu Hauptmann Aurelius, dem alten Schelm. Mit dem Typen habe ich schon gesprochen, ne? Genau, im Hafen der Champions gibt es, glaube ich, uns nichts mehr zu tun. Ach ja, Typ. Gib mir Belohnung, bevor du abnippelst. Eure Suche nach Svadilfari gestaltet sich hoffentlich zufriedenstellend. Ich glaube, es würde euch interessieren, das Trollproblem. Ach, wir können Ihnen sogar auch noch darauf ansprechen. Ja, Leutnant Brutus hat mir davon berichtet. Quintus und sein ganzer Trupp wären verloren gewesen, wenn ihr nicht aufgetaucht wärt. In euren Adern muss wahres Kriegerblut fließen. Ja, sein Kopf sieht ja vielleicht so aus. Beim Göttlichen, ihr habt es geschafft. Wisst ihr denn, was für einen Sieg ihr errungen habt? Großartige Helden verdienen großartige Belohnungen. Ja. Lasst mich daher eure Kiste voller Gold holen. Okay. Ja, oder auch nicht. Schade, Kopfkill. Ich muss sagen, da habt ihr wirklich Köpfchen bewiesen. Oh mein Gott, war der schlecht. Ja, wir kriegen leider von ihm leider nicht die Belohnung. Was schade ist, aber wir können uns von Svadilfari eine Belohnung abholen und Svadilfari dann töten, um von ihm quasi Kampferfahrung zu bringen. Also die Svadilfari bei seinem Tod im Kampf noch geben würde. Also, wir haben quasi nichts Schlimmes gemacht. Wir haben den Hauptmann der Champions getötet und den der Goblins werden wir auch noch töten. Wir können uns danach noch gegen ihn wenden, wie gesagt. Wir haben also quasi nur neutral gehandelt und die Karten etwas neu gemischt. Denn jetzt wird sich das Schicksal der Oberstfjorde nach den Hauptmännern richten, die Goblins und Menschen jetzt nach dem Tod ihrer Hauptmänner bzw. Häuptlinge auswählen. Also, so rechtfertige ich das jetzt einfach. Genau. Und ihr habt mit dieser Entscheidung zu leben. Schade, ich dachte, wir kriegen von dem Typen auch noch das Geld. Naja, egal. Svadilfari. Ach ja, dieses Geschwimme vom Hafen der Champions irgendwo hin, damit wir Drachengestalt annehmen können, das ist schon jedes Mal ziemlich nervig.
Vor allem, weil die anderen Drachen. Ja, vor allem da die Antidrachenzonen. Gerade deswegen, weil die Antidrachenzonen so groß sind. Das ist so eine dämliche Methode, einfach die, oh Gott, überhaupt nichts bringt. Und quasi einfach nur da ist, um die Spieler zu nerven. Wusch. Okay, aber bevor wir zu Svadilfari gehen, gehen wir erstmal zu Groot noch, dem Geschichtenerzähler. Um ihn zu seinem neuen Gehilfen sozusagen zu beglückwünschen, nämlich Gwyn, der Goblin-Mensch.